Hallo, liebe Freunde, heute möchte ich Fortsetzung machen mit unserem Thema die Gemeinde als Grundpfeiler und Feste der Wahrheit. Das ist jetzt der dritte Beitrag und es geht jetzt um die Geistesgaben bzw. Gnadengaben, die Gott jedem gegeben hat, der den Herrn angenommen hat. Jeder ist geistbegabt und es ist unser Auftrag, diese Gaben, die Gott uns gegeben hat, einzusetzen. Und zwar in dem Sinne, dass Gabe gleichzeitig eine Aufgabe ist. Und welche Geistesgaben es gibt, das ist der erste Teil meiner Ausführungen. Und der zweite Teil behandelt dann die Art und Weise, was wir zu tun haben, dass wir unsere Geistesgaben auch erkennen und wie wir sie dann zum Nutzen aller einsetzen können. Und ich mache ein kleines Rechenexempel für solche, die gerne so eine kleine Gedächtnisstütze haben. Wir merken uns 2x4 und 2x12. Das bedeutet, in 4 Kapiteln wird uns von den Geistesgaben berichtet, und zwar 2x in einem 4. Kapitel und 2x in einem 12. Kapitel. Und diese Kapitel sind folgende. Das 4. Kapitel jeweils im 1. Petrusbrief und im Epheserbrief. Und die 12. Kapitel im Römerbrief und in 1. Korinther 12. Und wir fangen heute mit der letzten Stelle an, mit 1. Petrus 4, weil wir hier eine schöne Einteilung der Geistes- bzw. Gnadengaben haben in 2 unterschiedliche Bereiche. Und die möchte ich jetzt als erstes behandeln. Also, wer seine Bibel dabei hat, öffne sie in 1. Petrus 4 und da lesen wir einige Verse. Ab Vers 10. 1. Petrus 4, ab Vers 10. Je nachdem ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dient einander damit als gute Verwalter der mancherlei Gnade Gottes. Zunächst einmal diesen Vers. Ich habe eben von Geistesgaben gesprochen, Gnadengabe auch schon mal erwähnt. Das kann man austauschen. Das sind dieselben Gaben, die hier gemeint sind. Wenn diese Gaben als Geistesgaben bezeichnet werden, dann soll damit deutlich gemacht werden, dass der Heilige Geist sie verteilt, an wen er will. Darüber hören wir noch. Und wenn diese Geistesgaben als Gnadengaben bezeichnet werden, dann ist der Fokus in diese Richtung zu setzen, dass wir diese Gnadengaben nicht erarbeiten können. Wir können sie zwar weiter ausbilden, dass sie mehr und mehr auch zum Einsatz kommen. Das ist natürlich unsere Verantwortung. Aber es ist im Grunde ein Geschenk und Gott verteilt es so, wie er möchte. Das heißt, wenn einer nicht die Gnadengabe hat, zum Beispiel zur Predigt, dann muss er nicht unbedingt traurig darüber sein, frustriert, weil er nicht so das Wort weitergeben kann als andere. Gott hat ihm dafür dann eine andere Gabe gegeben. Und wir werden gleich merken, dass alle Gaben wichtig sind. Es gibt keine unwichtigen Gaben. Auch die Gaben, die man nicht so sieht, sind wichtig, weil sie alle gebraucht werden, damit der Leib funktioniert. Das werden wir im Einzelnen noch hören. Also, Petrus sagt, ein jeder hat wenigstens eine Gabe empfangen. Keiner kann sagen, dass er keine Gabe hat. Aber ich befürchte, dass es nicht wenige Christen gibt, die mir nicht sagen können, welche Gabe sie haben. Und dass manche auch meinen, sie hätten keine Gabe, weil sie überhaupt keine Idee haben, wie viel Gaben Gott uns überhaupt zur Verfügung gestellt hat. Für jeden ist etwas da. Also das wollen wir uns als erstes merken. Und wenn unter meinen Zuhörern jemand ist, der seine Gabe noch nicht erkannt hat oder der Meinung ist, dass er keine hat, wenn du wirklich wiedergeboren bist, hat Gott dir mindestens eine Gnadengabe gegeben. Und du wirst im Laufe dieser Stunde auch die Möglichkeit bekommen, diese Gabe zu entdecken. Und ich hoffe, dass alle, die bis jetzt zugehört haben, auch noch bis zum Ende dabei sind, weil das, was wir heute hören,
ungeheuer wichtig ist und hilfreich für einen Dienst im Weinberg des Herrn, der auch Früchte trägt, dass wir am rechten Ort, in der rechten Weise dem Herrn dienen, so dass er sich dazu bekennen kann. Das hängt tatsächlich sehr stark davon ab, inwieweit wir unsere Gaben erkennen und dann auch betätigen. Also, ein jeder eine Gnadengabe empfangen und dann heißt es, dient einander damit. Das ist ungeheuer wichtig. Manche Leute, vor allen Dingen solche, die unbedingt nach der Sprachengabe trachten, hat man den Eindruck, dass sie denken, dass die Gnadengabe in erster Linie uns zu unserer eigenen Tüchtigkeit dient und Erbauung und so weiter. Aber die Bibel macht deutlich, die Gnadengaben sind gegeben als Aufgabe für den Dienst am Nächsten, am Anderen, dass wir dem Anderen besser helfen können, eben mit einer Geschicklichkeit, die Gott durch den Heiligen Geist uns verliehen hat. Darum geht es. Die Gnadengaben sind zum Dienst am Anderen. Nicht um uns selber wichtig zu machen, um uns selber zu verwirklichen, was ja heute das Ziel der modernen Pädagogik ist. Also dient einander damit, und zwar als gute Verwalter der mancherlei Gnade Gottes. Das ist auch ein wichtiger Hinweis. Wir sind nicht die Besitzer dieser Gaben, sondern die Verwalter. Wenn wir sie schlecht verwalten, wird Gott sie uns wieder wegnehmen. Wir sind Gott verantwortlich, sie einzusetzen. Wenn einer zum Beispiel die Gabe der Leitung hat, der kann nicht sagen, ich bin so demütig, wie kann ich denn andere leiten? Ich habe selber noch so viele Fehler und er verzichtet darauf, diese Gabe einzusetzen. Dann ist das kein Zeichen von Demut, auch wenn er das vielleicht meint, sondern er verachtet die Gabe Gottes, die Gott ihm gegeben hat. Er soll aufpassen, dass es ihm nicht wie Esau ergeht, der die Gabe der Erstgeburt gegen ein Linsengericht eingetauscht hat. Es ist wichtig, dass wir erkennen, jede Gabe, wenn sie echt ist, ist von Gott gegeben, sie ist uns anvertraut, wir sind Verwalter und wir werden für den Einsatz, den Gebrauch dieser Gaben einmal Gott Rechenschaft geben, beziehungsweise dem Herrn am Preisrichterstuhl Christi. So, das ist ganz grundsätzlich für den Wert der Gaben. Und jetzt gibt es eine Aufteilung, Vers 11. Wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht. Ich finde das fantastisch. Hier haben wir diese beiden Arten von Gaben. Einerseits die Gaben mit dem Wort, wo wir reden, also mit dem Wort dienen. Und was dazu gehört, werden wir gleich noch hören. Und auf der anderen Seite die Gaben der helfenden Hand, sage ich mal, des Dienstes. Ja, also da gibt es auch verschiedene Gaben, die uns da mitgeteilt werden. Die werden uns auch noch beschäftigen. Und für beide Arten, sowohl für die Wortgaben, wie Evangelist, Hirte und Lehrer und so weiter, wie auch für die Dienstgaben brauchen wir Gottes Kraft. Ne, für die Wortgaben, die Inspiration von oben, dass wir ein Gefäß sind, das der Herr füllen kann mit seinem Geist und mit seinen Worten. Das ist das Entscheidende, dass er durch uns spricht. Und für die Dienstgaben auch die Kraft, die Gott darreicht. Übrigens erkläre ich mir diesen Unterschied. Ja? Das eine als Sprachrohr Gottes in den Wortgaben, das andere als Kraft Gottes. Kann man leicht erklären. Die Dienstgaben sind in der Regel nämlich nicht so hoch geachtet in der Gemeinde. Das sind sehr oft verborgene Dienste. Und wer solche Gaben hat und sie ausübt, könnte auch schon mal frustriert sein, weil er keinen Dank erntet oder wenig. Das wird als selbstverständlich geachtet. Die Stühle zurechtzurücken zum Beispiel für den Gottesdienst. Muss ja auch jemand tun. Heizung andrehen, Lüftung und all diese Dinge. Und da braucht man wirklich das Wissen, ich tue das für den Herrn. Und der Herr gibt dann die Kraft dazu und die Freude, das zu tun, auch wenn keine Anerkennung von Menschen erfolgt. Was allerdings uns nicht entschuldigen sollte, ich finde,
gerade diese Geschwister, das sind auch nicht selten Schwestern, die da tätig sind, die sollten auch mal öfters ein Wort der Anerkennung von uns bekommen. Dass sie merken, dass wir das nicht als selbstverständlich alles erachten, was sie tun, und dankbar sind, dass sie sich in diesem Dienst auch verzehren. Für beides brauchen wir die göttliche Kraft. Und das macht eben deutlich, was die Wertschätzung angeht von Seiten des Herrn, glaube ich nicht, dass es einen Unterschied gibt. Denn wenn es eine Gabe Gottes ist, dann ist es eine vollkommene Gabe. Von dem Vater der Lichter, sagt Jakobus, kommen keine schlechten Gaben. Die sind vollkommen. Und deswegen sollten wir auch die Gabe zum Beispiel der Lehre, wenn einer als Bibellehrer tätig ist oder als Evangelist, nicht so viel höher einschätzen als diese anderen Gaben. Natürlich sind wir dankbar für glühende Evangelisten und Lehrer, die das Wort so austeilen, dass man es auch versteht. Das ist schon eine Gabe und wir sind dankbar dafür. Aber es sollte nicht auf Kosten der anderen Gaben sein, dass wir sie alle achten. Ich sage ein Beispiel. Ich darf ja tätig sein in einem Werk mit den Emmaus-Bibelkursen, der Zentralafrika-Mission, wo wir sehr viele Menschen erreichen mit dem Wort durch die Bibelkurse. Und diese Bibelkurse, die werden in Heimarbeit fertiggestellt. Wir haben eine Druckerei, die uns sehr günstig druckt, in lose Blattform. Und wenn so ein Bibelkurs zum Beispiel aus 100 Seiten besteht, dann sind das 25 Einzelblätter, von denen vielleicht 50.000 gedruckt werden, von jedem Blatt. Und diese Einzelblätter werden in Kartons gepackt, uns geliefert von der Druckerei. Und dann gehen die in Heimarbeit und so eine Heimarbeitsstelle, die dann so einen Bibelkurs fertigstellt, bekommt also mindestens 25 Kartons für die 25 Blätter. Wenn es eine große Heimarbeitsstelle ist, bekommt sie vielleicht 50, dann macht sie zwei Serien davon. Und jetzt sitzen da Geschwister, die machen Tag aus, Tag ein. Wir hatten also solche sogar, die jeden Tag diese Blätter zusammengelegt haben. Und dann geknickt und dann mit so einem Hefter Klammern in den Rücken rein. Und dann war das Heft fertig. Eine ziemlich, wollen wir sagen, keine aufregende Arbeit. Von morgens bis abends, treu. Wir hatten einen Bruder, der, als der pensioniert wurde, der war bei der Kriminalpolizei vorher, als er pensioniert wurde, dann hat er von dem Tag an bis etwa zu seinem 90. Lebensjahr jeden Tag von morgens bis abends diese Arbeit gemacht. Nur sonntags nicht. Und ich habe eine solche Hochachtung vor diesem Bruder. Der hat in der Gemeinde kein Sterbenswörtchen gesagt. Der war ein sehr zurückgezogener Mensch. Aber diese Arbeit so treu getan. Und er hat mir gesagt, Martin, du erzählst das keinem, solange ich lebe. Wenn ich nicht mehr lebe, kannst du das ruhig weitergeben. Der ist nun mittlerweile beim Herrn, deswegen kann ich das hier erzählen. Und von diesen Perlen haben wir eine ganze Reihe. Und ich kann euch sagen, ihr lieben Zuhörer, ich habe eine ungeheure Hochachtung vor diesen Geschwistern. Das sind sehr oft auch Schwestern, die da tätig sind. Manchmal werden die Kinder, ganze Familie machen das oder auch Gemeinden. Manchmal macht das die Brüderstunde vor der Brüderstunde. Das ist übrigens die beste Idee. Dann sind die nämlich sehr friedlich in der Brüderstunde anschließend, wenn sie vorher gemeinsam etwas für den Herrn getan haben. Ich erzähle das nur einfach, um mal deutlich zu machen, diese Dienste, die von kaum jemand wahrgenommen werden, ich natürlich merke das, es ist ja unsere Arbeit, die dort getan wird, aber der Herr sieht das alles. Er sieht das Herz an, er registriert das und zu seiner Zeit kommt die Belohnung. Und deswegen, wenn solche unter meinen Zuhörern sein sollten, die jetzt nicht in der Rede brillieren und große Evangelisation abhalten oder was auch immer so in die Augen sticht der Menschen, aber in der Stille treu sind, mach diesen Dienst weiter, angefangen mit deinem treuen Gebet. Ich muss dir sagen, ich habe gestern ein Telefonat geführt mit einem Bruder und seine Frau kenne ich auch schon von früher her. Und habe gesagt, gib mir doch mal deine Frau, wir wollen auch mal ein paar Worte miteinander reden. Und dann erzählt die Schwester mir am Telefon, dass sie jeden Tag für meine Frau und mich betet. Da kommen mir die Tränen, wenn ich sowas höre. Das ist ja kaum zu glauben. Seit Jahrzehnten, jeden Tag. Das erklärt uns auch, warum es meiner Frau in ihrer Krankheit immer noch relativ gut geht.
weil da Geschwister sind, die für uns beten. Manches alte Mütterlein auf Konferenzen kommt zu mir und sagt das auch, ich bete für euch. Ich denke an euch. Es ist so ein wichtiger Dienst. Wobei ich allerdings das Gebet jetzt nicht als Gnadengabe ansehe, ja. Dann könnte einer sagen, der nicht betet, ja, ich kann ja nichts dafür, ich habe nicht die Gabe des Gebetes. Das beten sollen wir ja alle. Aber ich bringe das mal als Beispiel für einen stillen Dienst. Die gehen ja nicht hin und propagieren das, wie tolle Beter sie sind. Sie tun das in der Stille, im Kämmerlein für den Herrn und der Herr belohnt es zu seiner Zeit. Und so gibt es eben auch diese stillen Dienste. Für alles brauchen wir die Kraft Gottes. Und was ist das Ziel? Und damit beende ich diesen ersten Abschnitt. Wir haben ja noch drei andere. Was ist da als Ziel genannt? Auf das in allem Gott verherrlicht werde. Durch Jesum Christum, welchen die Herrlichkeit ist und die Macht in die Zeitalter der Zeitalter. Amen. Ist das nicht wunderbar? Dass die Stelle über die Geistesgaben bei Petrus in zwei Rubriken, die Wortdienste und die diakonischen Dienste, alle dienen dazu, dass Gott verherrlicht wird. Ist das nicht wunderbar? Das müssen wir vor Augen haben. Wir haben Schwestern, einige drucken ja für uns. Wir haben so kleine Druckapparate, so Digitaldrucker nennt man die. Und da haben wir Schwestern, die haben diesen Apparat in ihre Küche reingesetzt. Und während die das Essen zubereiten, lassen die Druckmaschine laufen. Und da kommt eine ganze Menge zusammen, was sie machen. Liebe macht erfinderisch. Und so könnte ich manches erzählen von diesen diakonischen Gaben. Aber das mag genügen. Es ist wertvoll in Gottes Augen. In allem soll Gott verherrlicht werden. Das heißt also, auch wenn ich die Gabe ausübe, ob das jetzt meine Lehrgabe ist oder als Evangelist oder als Hirte oder ob ich jemand helfe mit der helfenden Hand, bei allem im Hinterkopf behalten, es geschieht für den Herrn. Der Herr freut sich. Und wenn Menschen davon irgendwie mal etwas hören, dass sie auch begreifen, wir tun es aus Liebe zum Herrn, aus Liebe zu diesen Geschwistern. Wir tun es nicht, um selber im Mittelpunkt zu stehen. Deswegen wollen auch diese Geschwister in der Regel nicht, dass ich über sie rede. Ja, die jetzt noch in diesem Dienst stehen, und das sind immer noch eine ganze Menge Brüder und Schwestern in verschiedenen Gemeinden, auch verschiedene Gemeinderichtungen. Das ist also nicht nur aus der Brüderbewegung, aus der ich ja komme, sondern Christen überall helfen damit und tun es aus Liebe zum Herrn und der Herr wird es ihnen vergelten. Zur Verherrlichung Gottes. Das war 1. Petrus 4. Ich denke, das ist sehr einfach zu verstehen, was wir hier haben. Aber jetzt an dieser Stelle sagt Petrus ja noch nicht genau, wie jetzt die Ausübung dieser Gaben sein soll. Und das kommt in der nächsten Stelle, in Epheser 4. Epheserbrief, Kapitel 4. Das sind ganz großartige Ausführungen, die wir da haben. Ich lese von Vers 9 an. Da ist vom Herrn die Rede, dass er nach seinem Tod hinabgestiegen ist und dann wieder hinaufgestiegen ist über alle Himmel. Und dann heißt es in Vers 9, das aber, er ist hinaufgestiegen, was ist es anders, dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde? Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist, über alle Himmel, auf das er alles erfüllte. Das ist der Ausgangspunkt. Und wie sieht das aus, dass er alles erfüllt? Aha, er hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten. Und andere als Evangelisten. Und andere als Hirten und Lehrer. Was ist uns aufgefallen? Andere. Die Schrift kennt keinen Gabenträger, der alle Gaben hat. Das ist unmöglich. In den Großkirchen, was man da von den Pastoren und Pfarrern verlangt, das geht über deren Kräfte, über deren Fähigkeiten. Die können nicht alles. Die haben entweder diese Gabe oder jene, vielleicht auch zwei, selten drei. Und
Wer übt die anderen Dienste aus? Wir sprechen ja von neutestamentlicher Gemeinde. Und eine neutestamentliche Gemeinde ist eine Gemeinde, die niemanden an der Ausübung seiner Gaben hindert, sondern die den Einzelnen fördert in der Ausübung seiner Gaben. Deswegen ist dieses Thema ungeheuer wichtig, dass wir erkennen, wie eine solche Gemeinde funktioniert, dass nämlich alle gefragt sind, dass nicht nur einer, der predigt und austeilt und alle anderen hören zu, ja, sondern alle sind irgendwie beteiligt. Das wird uns noch in dieser Reihe öfters begegnen. Jeder hat einen Auftrag, hat ein Betätigungsfeld. Keiner muss dort nur seine Zeit absitzen. Jeder wird gefragt und gebraucht. Und hier heißt es andere. Und es fängt mit den Aposteln an. Und es wird auch deutlich gesagt, er hat das gegeben. Nicht wir selber haben uns zu Aposteln oder Predigern und so weiter gemacht, sondern es muss von ihm ausgehen. Nur wenn wir diese Gabe haben, können wir diesen Dienst ausüben. Also, die einen gegeben als Aposteln, andere als Propheten. Wenn wir den gesamten Epheserbrief uns anschauen, dann wird in Kapitel 2, also schon vorher, mitgeteilt, was die Aufgabe der Apostel und Propheten waren, die hier gemeint sind. Das war im Anfangsstadium Gemeindebau, Gründung von Gemeinden. Und auch das prophetische Wort natürlich, wie Agabus und andere, die da einen besonderen Auftrag hatten. Und da wird gesagt, das waren die Gaben des Anfangs. Diese Gaben, Apostel und Propheten, haben das Fundament gelegt für die Gemeinde. Denn die Gemeinde als Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit, da steckt das ja schon drin, wird mit einem Haus verglichen, das auf Grundfesten aufgebaut ist. Und das sagt Paulus auch den Korinthern in 1. Korinther 3, dass er die Grundlage gelegt hat. Und diese Grundlage heißt Jesus Christus. Und er war der Baumeister, er hat darauf gebaut. Und dann sagt er, andere bauen jetzt auf diesem Grund auf. Und von daher nennt man diese beiden Gaben, Apostel und Prophet, weil sie die Grundlage gelegt haben, die grundlegenden Gaben, Apostel und Prophet. Und die existieren heute nicht mehr. Die waren nur für den Anfang. Im Sinne der grundlegenden Gaben. Es gibt zwar noch einen prophetischen Dienst, darauf komme ich später noch zu sprechen, aber der ist nicht im Sinne dieser Propheten gemeint, die die Grundlage für die Gemeinde legten, sondern mehr im Sinne der erwecklichen Predigt, der Bußpredigt. Da haben wir auch noch einen Dienst der Propheten. In 1. Korinther 14 wird er erklärt. Und auf dieser Grundlage wird aufgebaut, nämlich Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und deswegen nennt man diese Gaben die aufbauenden Gaben. Die grundlegenden Gaben, also Apostel und Propheten, und dann Evangelisten, Hirten und Lehrer, aufbauende Gaben auf dieser Grundlage. Und auch da hat nicht einer alle diese Gaben, immer wieder andere. Interessanterweise werden zwei Gaben allerdings zusammengefasst. Ich lese noch einmal den Text. Andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer. Die Hirten und Lehrer werden zusammengefasst. Und man hat das tatsächlich auch in der Praxis sehr häufig, nicht immer, aber häufig, dass ein guter Lehrer auch ein guter Hirte ist. Manchmal hat man allerdings nur den guten Lehrer, leider nicht den Hirten. Dann müsste man dem Herrn vertrauen, dass er neben dem guten Lehrer noch andere Brüder befähigt, die dann den Hirtendienst ausüben. Und der Hirtendienst steht für den seelsorgerlichen Dienst. Auch im Hinblick auf die Leitung und alles, was zu einem Hirten gehört, das kann man sich ja sehr leicht vorstellen, wie dieser Dienst aussieht. Die Reihenfolge ist wichtig. Evangelist. Wir brauchen Gaben, die die Menschen aus der Welt, sozusagen, wenn wir in diesem Bild des Hauses bleiben, aus dem Steinbruch der Welt die Steine heraushauen und zur Gemeinde Baustelle bringen. Das sind die Evangelisten. Ein Evangelist ist einer,
der spricht die Sprache des Volkes. Der spricht in der Regel sehr einfach, sehr dynamisch. Und es ist auch jemand, der eine tiefe Liebe zu den Verlorenen hat. Und der immer über den Herrn reden muss. Das ist sein Thema. Ein brennendes Herz für Jesus, ein brennendes Herz für die Verlorenen. Und ohne Evangelisten kann keine Gemeinde entstehen. Es müssen Leute da sein, die eben andere zum Herrn führen, aber dann auch erkennen, es reicht nicht, wenn einer den Herrn angenommen hat, er muss auch zur Herde, nämlich Gemeinschaft. Ich erinnere an meinen vorletzten Beitrag. Sie blieben in der Gemeinschaft, auch das gehört dazu. Und das ist die Aufgabe eines echten Evangelisten. Er predigt nicht nur das Evangelium, sondern er führt dann die, die zum Glauben gekommen sind, auch in eine biblisch orientierte Gemeinde. So benenne ich sie gern etwas vorsichtig, diese bibeltreuen Gemeinden, wie sie auch genannt werden. Ja, und wenn die da ankommen, in der Gemeinde, dann ist es der Bibellehrer. Es geht hier nicht um den Grundschullehrer und so weiter, sondern um den Bibellehrer, der jetzt die Ausrichtung zeigt, der jetzt den Neugeborenen, geistlich Neugeborenen, den frisch Geretteten und Bekehrten, jetzt erklärt, was zum Beispiel zur Gemeinde gehört. Die verschiedenen Gemeindestunden, die wir haben, die Möglichkeit, Gemeinschaft zu pflegen außerhalb der Gemeindestunden, Zweierschaften vielleicht zu bilden, Jüngerschaftsprogramme und was alles so dazu gehört und vor allen Dingen auch die Bibel erklären, dass man auch weiß, zum Beispiel, wissen das offensichtlich viele nicht, dass wir nicht der Mittelpunkt der Bibel sind. Die Gemeinde ist nicht der Mittelpunkt der Bibel, die ist zwar sehr wichtig, aber der Mittelpunkt der Bibel ist auch nicht Israel, sondern ist Jesus Christus. Jesus Christus ist die Mitte der Bibel. Und die Bibel spricht auch nicht überall von uns. Ja? Im Alten Testament spricht sie also sehr wenig von der Gemeinde. Die Gemeinde wird zwar auch in Bildern da gezeigt, an einigen Stellen, ich werde darüber vielleicht ein andermal sprechen, die Gemeinde, Hinweise auf die Gemeinde im Alten Testament, gibt es auch schon, wenn auch nur sehr verkürzt. Sie spricht nicht überall von uns. Die Bibel spricht auch nicht überall von Israel. Aber sie spricht überall zu uns. Das muss man unterscheiden. Und was die Bibel Israel sagt, gilt nicht unbedingt für die Gemeinde. Manches gilt auch für die Gemeinde. Es wird dann im Neuen Testament wiederholt und auf die Gemeinde angewandt. Aber andere Dinge gelten nicht für die Gemeinde. Die gelten nur für Israel. Zum Beispiel die Segnung des Tausendjährigen Reiches. Das Tausendjährige Reich ist für Israel geschaffen. Wir werden daran teilhaben, aber von einer völlig anderen Warte aus. Und das wird leider von vielen Christen nicht beachtet, dass man schon genau hinschauen muss, wann Gott zu wem, zu welchem Zeitpunkt, bei welcher Gelegenheit geredet hat. Und ob zum Beispiel das, was Gott damals sagte, nur eine geschichtliche Bedeutung hat, für damals galt, oder ob es auch eine prophetische Bedeutung hat für die Zukunft. Und das ist die Aufgabe des Lehrers, dem zum Glauben gekommenen das zu erklären. Oder auch in Vorträgen und so weiter. Und das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Sache. Aber das bedeutet eben auch klar, dass der Lehrer jemand sein muss, der die Bibel kennt. Wenn einer gerade zum Glauben kommt, der ist noch kein Bibellehrer. Das kann er gar nicht sein. Der kann aber schon als Evangelist tätig sein. Denn um das Evangelium zu verkündigen, brauchst du nicht sehr viel kennen in der Bibel. Ne? Du weißt, dass der Herr für dich gestorben ist und die Umstände, das sollte man kennen. Die Bedeutung des Blutes im Hinblick auf die Versöhnung. Und ansonsten geht es darum, das Herz des Zuhörers zu berühren durch den Heiligen Geist und ihm dann zu zeigen, wie er zum Glauben kommen kann. Eine relativ einfache Tätigkeit des Evangelisten, aber sehr, sehr wichtig. Der Bibellehrer muss stärker gegründet sein. Und dann der Hirte, das ist nun jemand, dem reicht das nicht, wenn er dem anderen das Richtige gesagt hat, sondern der möchte auch, dass der andere das Richtige tut. Verstehen wir den Unterschied? Das heißt, der Hirte begleitet auch den zum Glauben gekommenen eine Zeit lang
und hilft ihm auch in geistlichen Nöten oder in seelischen Nöten und in praktischen Diensten und so weiter. Er kümmert sich wie ein Hirte um sein Schaf und alles, was dazugehört. Und das sind die Dienste in Epheser 4. Und wir merken, das sind alles Wortdienste. Ich erinnere an 1. Petrus 4. Die eine Rubrik, Dienste mit dem Wort, Predigtdienste, dazu gehört der Apostel, der Prophet, das war in der Vergangenheit, jetzt der Bibellehrer, der Evangelist zunächst einmal, der Bibellehrer und der Hirte. Auch der Hirte dient mit dem Wort. Er kann entsprechende Bibelstellen dem anderen dann deutlich machen, das betrifft deine Situation, das kann dich trösten, dich stärken, dich ausrichten, neue Richtung zeigen und so weiter und so fort. All das gehört zu diesem Dienst. Ein wunderschöner Dienst. Und jetzt hört einmal zu, wozu der dient, wie das Paulus hier beschreibt. Da kann man eigentlich jedes Wort sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich werde das mal ganz langsam vorlesen. Also, wir sind jetzt in Vers 12. Er hat also geendet, andere als Hirten und Lehrer. Und jetzt kommt, wozu dieser Dienst ist. Zur Vollendung der Heiligen. Da könnte man lange drüber sprechen, was das bedeutet. Zur Vollendung der Heiligen. Er meint jetzt alle Kinder Gottes mit den Heiligen. Nicht alle Heiligen am 1. November, die dann heilig gesprochen wurden, sondern jeder, der den Herrn angenommen hat, ist geheiligt durch sein Blut, ist ein berufener Heilige. Also zur Vollendung der Heiligen. Die Heiligen müssen wachsen zu einem Ziel hin. Zweitens, für das Werk des Dienstes. Aha. Es geht zunächst einmal darum, dass wir selber unserem Ziel, dem Herrn ähnlicher zu werden, näher kommen. Das ist die Vollendung der Heiligen. Christus ähnlich werden. Und in dem Maße, wie wir Christus ähnlich werden, öffnet Gott uns die Augen für den Dienst, für die Menschen, die auf unsere Hilfe warten. Das ist die Folge davon. Erst in der Veränderung werden wir für diesen Dienst zubereitet, sonst sind wir unglaubwürdig, wenn bei uns keine Veränderung festzustellen ist. Und dazu dient auch dieser Dienst. Also, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi. Das ist der dritte Aspekt. Vollendung der Heiligen, da geht es um den Einzelnen. Ja, die Vielzahl der Heiligen, aber jeder Einzelne wird bedient durch diese drei Gaben. Und bei dem Werk des Dienstes, der Dienst, der daraus entspringt, wenn ich dem Herrn näher komme, will ich automatisch auch anderen dienen. Und jetzt heißt es, die Auferbauung des Leibes Christi, jetzt geht es um die Körperschaft, der Leib. Keine Organisation, sondern ein Organismus, ein lebendiger Organismus. Das heißt, solche, die am Wort dienen, müssen immer auch im Auge haben, dass Gemeinde gebaut wird. Nicht nur das Einzelne zu Hause, treu dem Herrn dienen, so wichtig das ist, sondern es sollen auch Gemeinden entstehen. Und ich möchte das noch einmal sagen für meine Zuhörer, begnügt euch nicht nur mit diesen YouTube-Videos, so schön die auch sein mögen und hilfreich, sondern bringt euch ein auch in eine örtliche Gemeinde, wenn das irgend möglich ist. Und wenn ich euch dabei helfen kann, ich kenne ja sehr viele Gemeinden und kann auch Gemeinden empfehlen in dieser Hinsicht, wendet euch an mich über E-Mail und so weiter und dann können wir ins Gespräch kommen, wir können telefonieren miteinander. Das ist so wichtig, dass Menschen, die den Herrn lieb haben, auch mit anderen zusammenkommen und gemeinsam dem Herrn dienen. Dazu dient dieser Dienst, zur Auferbauung des Leibes Christi, heißt es hier. Bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Also, man hat ja den Eindruck, der Heilige Geist, der sucht ja schon praktisch nach Ausdrücken, überschäumen praktisch, wie das alles geschildert wird. Man weiß gar nicht, wie man das genau beschreiben soll, wie großartig das ist. Das wird ja schon in Kapitel 1 uns mitgeteilt am Schluss.
dass die Gemeinde, ich zitiere hier wörtlich, Kapitel 1 am Schluss, ist die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Christus erfüllt alles in allem. Und seine Fülle ist die Gemeinde. Das kann man sich überhaupt kaum vorstellen, welch einen hohen Stellenwert die Gemeinde in Gottes Augen hat. Deswegen sollten wir sie nicht verachten oder missachten, sondern uns einbringen nach allen Möglichkeiten, die wir haben, in die Gemeinde. So. Und die Erkenntnis des Sohnes Gottes, hingelangen zur Erkenntnis des Sohnes Gottes. Was heißt das denn? Haben wir ihn schon erkannt? Ja, als Heiland haben wir ihn erkannt. Und wir haben ihn auch erkannt in dem Sinne, dass er Herr ist in unserem Leben. Aber haben wir seine Fülle erkannt? Werden wir die überhaupt jemals erkennen? Ich glaube, die ganze Ewigkeit werden wir dabei sein, immer wieder neue Seiten an unserem Herrn zu erkennen. Das wird von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, heißt das. In 2. Korinther 3, Vers 18, werden wir verwandelt durch den Herrn, den Geist. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Man kann das überhaupt gar nicht in menschliche Worte fassen, was auf uns zukommt und was hier schon beginnt in der Gemeinde durch die Gabenträger, die sich da einbringen. Ja, und dann geht das weiter. Zu dem erwachsenen Mann, zu dem Maß des vollen Wuchses der Fülle des Christus. Da haben wir das wieder, die Fülle des Christus. Es geht ständig weiter. Wir dürfen nie zufrieden sein mit dem Zustand, den wir haben. Gott will uns noch mehr schenken. Es muss zunehmen. Ja, und dazu dienen die Gabenträger. Die müssen da irgendwie sich einsetzen lassen, damit der Einzelne in der Gemeinde gefördert wird durch diese besonderen Dienste. Auf dass wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen, umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, die da kommt durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit, zu listig ersonnenem Irrtum. Seht mal, Paulus schildert die Wirklichkeit, wie sie ist. Er sagt nicht, wenn ihr so mit dem Herrn lebt, habt ihr keine Probleme mehr. Das andere kann euch gar nichts anhaben. Nein, sagt er, ihr lebt in einer Welt, die zum einen durch Brutalität euch ängstlich machen will, zum anderen aber, der Teufel ist listig wie die Schlange, ne? Die alte Schlange, listig ersonnenem Irrtum. Manche kommen daher, das schreibt er den Korinthern, wie ein Engel des Lichts, aber dahinter steckt der Teufel. Wir müssen auf der Hut sein. Und damit die Einzelnen nicht überfordert werden in der Gemeinde, sind eben diese Bibellehrer dafür verantwortlich und die Ältesten und so weiter, über der Herde zu wachen, was in die Gemeinde reinkommt. Deswegen kann man auch gar nicht vorsichtig genug sein bei der Aufnahme neuer Gemeindeglieder, dass man sich vergewissert, dass sie wirklich Leben aus Gott haben und auch eine gesunde Lehre. Wir haben das manchmal erlebt in unserer Gemeinde, in unserer Ortsgemeinde, dass Leute kamen und das klang zunächst ganz gut. Als man dann aber etwas mehr nachforschte, kamen plötzlich ganz eigenartige Anschauen zutage. Und da mussten wir sagen, also entweder lasst ihr das fahren oder diese Gemeinde ist für euch verschlossen. Das geht auf keinen Fall. Die Lehre muss rein sein von der Bibel her. An der Bibel ausgerichtet, keine Sonderlehren und Ideen und Spekulation und was es da alles gibt. Und der Teufel will ja alles versuchen, gerade Gemeinden, die biblisch orientiert sind, die sagen, die Bibel ist für uns der entscheidende Maßstab, sozusagen der einzige Maßstab, die Bibel. Und alles, was wir tun und, oder auch nicht, muss von der Bibel her begründet sein. Aber eben auch in dem Sinne, dass wir sagen, bei uns kann jeder seine Gabe ausüben, aber wir werden sie natürlich prüfen. Prüfen alles, das Gute behaltet. Solche Gemeinden sind das Hauptangriffsziel des Teufels. Die anderen hat er schon längst, die nicht mehr an die Jungfrauengeburt glauben, zum Beispiel. Für die Auferstehung des Herrn rein symbolischer Akt ist. Die nicht an die Wiederkunft des Herrn glauben und nicht auf ihn warten. Ja, das sind ein Großteil der Gemeinden, vor allen Dingen der Großkirchen. Da ist das weit verbreitete Lehre.
auch, dass die Bibel nicht Gottes Wort ist, sondern nur Gottes Wort enthält. Ja, manche merken das gar nicht, den Unterschied. Während eine bibeltreue Gemeinde ganz klar bezeugt, die ganze Bibel ist Gottes Wort, natürlich im Urtext. Und nicht nur sie enthält Gottes Wort. Und die auch nicht daran zweifelt, dass der Herr beides ist, wahrer Gott und wahrer Mensch. Das muss ganz klar bezeugt werden. Und dass nur in ihm das Heil ist, sein Erlösungswerk. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott, als nur über Jesus Christus. Solche Gemeinden will der Teufel zerstören. Bei den anderen hat er nichts zu befürchten, weil die sowieso in die Irre führen. Wer den Herrn nicht als einzigen Weg verkündigt, führt die Leute auf einen Irrweg. Und die Bibel sagt, diese Theologen sind Blindenführer. Blinde, die Blinde führen, ins Verderben. Wobei ich nicht sage, dass jeder Theologe dazu gehört. Ich kenne auch eine ganze Reihe Pfarrer, die wirklich den Herrn lieb haben und ein klares Evangelium verkündigen. Da wollen wir schon nüchtern sein. Aber leider sind es nicht mehr so viele. Und sehr viele, die sich Christen nennen, haben Christus nicht im Herzen. In 2. Timotheus 3 heißt es, sie haben eine Form der Gottseligkeit, aber die Kraft verleugnet sie. Und die Kraft der Gottseligkeit ist Gottes Wort. Das macht uns stark. Das wird dann dort auch gelehrt. Ja, ihr Lieben, dafür sind diese Wortdienste ungeheuer wichtig. Und das endet dann zum Schluss, das steigert sich also ständig, ja. Und dann heißt es am Schluss, aus welchem der ganze Leib wohl zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk der Darreichung, das sind diese Geistesgaben, das Gelenk der Darreichung, nach der Wirksamkeit in dem Maß jedes einzelnen Teiles, jeder ist wichtig, für sich das Wachstum des Leibes bewirkt, zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Das ist das Ziel der Geistesgaben, der Wortgaben, dass der Leib wächst und dem Herrn entgegengeführt wird, der bald uns mit sich vereinigen wird, das Haupt in der Herrlichkeit, sein Leib hier auf der Erde. Eines Tages werden wir vereint sein, für ewig mit ihm verbunden, nie mehr getrennt. Das ist das, was auf uns wartet. Seht, jetzt haben wir 2x4. 1. Petrus 4 und Epheser 4. Es gibt noch 2 andere Kapitel, die uns beschäftigen sollen. Und ich möchte sie auch noch in diesem Beitrag bringen, auch wenn der dadurch ein bisschen länger wird. Aber ich hoffe, wir sind auf den Geschmack gekommen, dass tatsächlich Gott in den Geistesgaben, in den Gnadengaben uns ein wunderbares Werkzeug in die Hand gegeben hat, wie wir ihm dienen können. Und das wird in Verbindung mit 1. Korinther 12 dann auch uns ausgeführt und einiges erinnert uns da auch an Epheser 4. In 1. Korinther 12 geht es zunächst mal um die Geistestaufe. Und die Geistestaufe wird klar unterschieden von den Geistesgaben. Aber in der Geistestaufe wird die Voraussetzung geschaffen, damit wir die Geistesgaben auch richtig einsetzen können. Denn die Geistestaufe ist nichts anderes als die Eingliederung von Menschen, die den Herrn angenommen haben, als Glieder in den Leib Christi. Das ist die Geistestaufe. Durch die Geistestaufe werden wir Glied am Leibe Christi. Die Geistestaufe hat mit Sprachenrede überhaupt nichts zu tun. Oder mit Wundertun, Heilungen und Ähnlichem. Das sind Gaben, aber nicht die Geistestaufe. Aber die Geistestaufe führt uns in den Leib Christi hinein. Dadurch werden wir Glied am Leibe Christi. So wie wir durch die Wiedergeburt Glied in der Familie Gottes werden, nämlich hineingeboren in die Familie Gottes, das kann ja jeder nachvollziehen, so werden wir durch die Geistestaufe Glied am Leibe Christi. Und dieses Bild gebraucht Paulus dann in 1. Korinther 12, um aufzuzeigen, so wie wir Glieder sind im Leib Christi, hat jedes Glied seine Aufgabe. Und diese Aufgabe bekommt es durch seine Gabe. Das ist doch ganz einfach, dieser Gedankengang. Weil Gott nicht will, dass wir überfordert sind. Wir sollen nicht auf einem Gebiet arbeiten, wo wir keine Gaben haben.
sondern die Gabe zeigt uns auch die Aufgabe. So, und so wird das dann also entwickelt in 1. Korinther 12. Und da macht Paulus zum Beispiel deutlich, eben, dass alle Gaben wichtig sind. Er sagt, es gibt Gaben wie am Leib, Glieder, die man nicht sieht. Aber die sind lebensnotwendig. Ich kann immer noch leben, wenn mir einer die Hand abhackt oder den Arm. Aber ich kann nicht mehr leben, wenn mir einer das Herz aus dem Leibe reißt. Das Herz ist nicht gesehen, wird nicht gesehen. Aber es ist wichtig. Jedes Glied wird gebraucht. Das wird in 1. Korinther 12 sehr ausführlich behandelt. Wir brauchen diese Zeilen gar nicht lesen. Das kann jeder meiner Zuhörer selber tun. Ist für jeden verständlich. Da braucht man auch keine Erklärung dazu. Und dann wird am Ende, nachdem Paulus das vorgestellt hat, kommt er nochmal auf die Gaben im Einzelnen zu sprechen. Und er fasst das zusammen in Vers 27. Ihr aber seid der Leib Christi und Glieder in Sonderheit. Das ist, nachdem er aufgezeigt hat, wie wichtig alle Glieder sind. Ne? Da sagt, alle zusammen der Leib Christi, aber jeder Einzelne hat seine besondere Aufgabe. Und das erklärt er jetzt in dem Vers anschließend. Und Gott hat etliche in der Gemeinde gesetzt. Erstens Apostel, zweitens Propheten. Seht, das erklärt Epheser 4 ebenfalls. Da fing das auch mit den Aposteln und Propheten an. Und auch da wird gesagt, Gott hat sie gesetzt. In 1. Korinther 12 wird zunächst vom Heiligen Geist gesprochen. In Epheser 4 auch vom Herrn. Und hier wird Gott, das fasst das ja alles zusammen. Im Hinblick auf die Stiftung der Geistesgaben ist die Gottheit, die drei Einheit der Gottheit, alle drei beteiligt. Sowohl der Heilige Geist, als auch der Sohn, als auch der Vater. Weil das einfach wichtig ist. Gott will uns ausstatten mit Gaben, mit einer Ausrüstung, kann man auch sagen, die uns befähigt, eben die Aufgaben zu tun, die er uns vor die Füße legt. So, erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer. Kommen auch die Lehrer, wie in Epheser 4. Aber jetzt kommen noch andere hinzu. Sodann Wunderkräfte, sodann Gaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Regierungen, Arten von Sprachen. Das ist interessant. Diese ersten, man würde im sportlichen Bereich sagen, das ist wie Profis. Es heißt nicht einfach Brüder mit einer Lehrgabe oder Evangelistengabe, sondern Lehrer. Ein Bibellehrer, der lehrt immer. Wenn er von der Bibel spricht, merkst du sofort, der teilt das ein in verschiedene Rubriken und so weiter, damit die Leute das gut aufnehmen können. Das ist einfach sein Metier, ein Bibellehrer. Und ein Evangelist genauso, der spricht sofort Leute an, wenn er irgendwelchen sieht und so weiter und so fort. Aber wenn es um die Wunder geht, da sagt Paulus nicht ein Wunderheiler, sondern er sagt einfach Wundertaten oder Heilungen, also Vorgänge. Was impliziert vielleicht diesen Gedanken, dass diese Dinge mit Wundern und Heilungen nicht ständig einen begleiten, sondern wie die Gelegenheit sich zeigt, wird auch mal ein Wunder vollbracht. Wobei ich im Hinblick auf die Wunder schon sehr zurückhaltend bin und auch die Heilungen, obwohl ich nicht zu denen gehöre, die sagen, dass es das gar nicht mehr gibt. Es gibt eine Richtung in der Bibelauslegung, die der Ansicht sind, das hat alles mit der Vergangenheit aufgehört. Als der Kanon festgelegt wurde im 4. Jahrhundert, seitdem gibt es das nicht mehr, meinen einige. Das würde ich aber nicht so sagen, weil ich nicht glaube, dass man Gott da einfach einschränken kann. Aber ich denke schon, dass wir sagen können, es spielt nicht mehr diese Rolle wie am Anfang. Weil am Anfang war das eine neue Lehre. Und dann wird das auch begründet im Hebräerbrief, dass Gott diese Lehre dann begleitet mit Wundertaten, mit Heilungen und so weiter. Und da wird das als die Gaben des Anfangs, wird es da bezeichnet. Dass Gott am Anfang besonders diese Gaben hatte. Aber eben nicht Wundertäter, also einer, der ständig Wunder tut, sondern wie die Gelegenheit sich da ergibt, ist also der Sprachgebrauch ändert sich etwas. Und dann kommt die Frage,
29. Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, legen alle aus? Ja, was ist denn die Antwort? Nein. Ihr seht mal, bei den Pfingsten und Charismatikern, nicht bei allen, ich habe auch andere kennengelernt, aber ein Großteil glaubt, dass die Geistestaufe sich darin zeigt, dass man in Sprachen redet. Und das ist einfach falsch. Das stimmt einfach nicht. Denn wenn das stimmen würde, dass die Geistestaufe in jedem Fall zur Sprachenrede führte, dann könnte Paulus nicht fragen, reden alle in Sprachen. Denn das als Antwort ist ganz offensichtlich nein. Nicht alle, aber alle sind geistgetauft. Also kann die Geistestaufe doch nicht automatisch zur Sprachenrede führen. Das ist, wenn man Äpfel mit Birnen vergleicht. Das sind zwei paar unterschiedliche Schuhe. Das eine hat mit dem anderen direkt nichts zu tun. Obwohl die Geistestaufe, das sagte ich ja schon eingangs, allerdings die Voraussetzung ist, damit die Gaben gegeben werden. Aber diese Gaben sind eben unterschiedlich. Durch die Geistestaufe wird nicht nur die Sprachengabe gegeben, sondern auch andere. Und zwar unterschiedlich. Und damit will Paulus deutlich machen, dasselbe wie Petrus. Jeder hat etwas, aber nicht dasselbe. Und die Gaben werden gegeben als Ergänzung. Da finden wir diese Wunderkräfte, man nennt das die Demonstrationsgaben Gottes, die zum Teil vielleicht noch existieren, vielleicht auch nicht, lassen wir mal offen. Aber in diesen Demonstrationsgaben Gottes demonstriert Gott seine Vollmacht, dass er auch eingreifen kann auf die Art und Weise, die man sich auf natürliche Weise nicht erklären kann. Und dann gibt es dann noch hier den Hinweis, und das kommt allerdings dann später im Römerbrief, Römer 12, das nenne ich jetzt nur kurz, weil es schon ziemlich lang geworden ist mit meinem Beitrag, wo dann auch noch Leitungen hinzukommen. Leitungen und Hilfeleistungen wird da noch genannt. Also Gaben, wo jemand vorneweg geht, das ist vielleicht in Verbindung mit dem Hirtendienst und Ältestendienst, die müssen auch die Gabe der Leitung haben, und dann die Gaben der helfenden Hand. Und das wird interessanterweise so ausgedrückt mit Hilfeleistung, da kann man alles Mögliche hineinlegen, was mit Hilfe zu tun hat. Ja, und wie jetzt zum Beispiel, ich glaube, dass diejenigen, die jetzt da an die Grenze fahren und dann die Hilfsgüter dahin finden, wahrscheinlich solche sind, die diese Gabe besonders an sich entdeckt haben. Und ein Herz für die Darbenden, für die Leute, die Hilfe brauchen. Und sie setzen sich sofort ein in ihren LKW und dann geht's los und freuen sich, wenn sie diesen Leuten helfen können. Und manche machen das auch zu Hause. Und Schwestern sind auf diesem Gebiet in der Regel mehr begabt als Brüder. Wobei ich allerdings nicht sagen möchte, dann hätte man mich also da nicht recht verstanden, dass jemand, der jetzt überhaupt niemals hilft, ja, immer nur für sich lebt. Alles, was er verdient, gibt er für sich aus. Die anderen interessieren ihn nicht. Und sich damit entschuldigt, er hat nicht die Gabe der Hilfeleistungen. Das kann es ja nicht sein. Es ist einfach so, die Gabe, das ist, beim Sport würde man sagen, das ist wie ein Profi. Der macht das immer, die Gabe, die er hat. Der ist ständig auf der Suche nach Leuten, bei den Hilfeleistungen zum Beispiel, die seine Hilfe brauchen. Und der Evangelist, die auf das Evangelium warten, ständig. Während diese Aufgaben natürlich auch schon mal für andere da sind, je nachdem, wie die Gelegenheit sich zeigt. Aber das ist mehr wie so ein Amateur, so gelegentlich, wie Gott die Gelegenheit gibt. In Galater 6 steht das ja, lasst uns das Gute wirken, wie Gott die Gelegenheit gibt. Das gilt für alle, nicht nur für die, die die Gabe der Hilfeleistung haben. Das gilt für alle. Aber diese Gabenträger werden nun besonders gefordert. Und auch bei den Korinthern wird deutlich, seht mal, bei denen war nämlich das Problem so, diejenigen, die in Sprachen redeten und die auslegten, die hielten sich für höher begabt als die anderen. Das waren die großen Stars, ja.
Und Paulus macht deutlich, nein, nein, so ist das nicht. Die hatten zwar, in Korinth hatten die noch die echte Gabe der Auslegung und auch der Sprache. Also Paulus sagt nicht, was ihr da macht, das ist alles eingebildet und so weiter. Das war sogar noch das Echte. Aber selbst im Hinblick auf das Echte sagt er lieber 5 Worte mit dem Verstand als 10.000 in einer Sprache. Wo also den Stellenwert der Sprache schon ziemlich einengt, ja. Und auch deutlich macht, wichtig ist beim Einsatz unserer Gaben, womit ich begann, vor einigen Minuten, nämlich, wie weit ich dem anderen diene, für den anderen da bin. Das ist das Entscheidende in der Ausübung der Gaben. Und wenn ich nun doch noch auf Römer 12 ganz kurz zu sprechen komme, weil da noch ein Hinweis ist auf die Betätigung der Gaben, der nicht unwichtig ist. Und zwar steht da Folgendes, Vers 3, ich sage durch die Gnade, die mir gegeben worden, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern so zu denken, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Also besonnen, erkennen, was ist meine Gabe und wie groß ist mein Wirkungsfeld. Denn gleich wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Verrichtung haben, also sind wir die vielen ein Leib in Christo, einzeln aber Glieder voneinander. Wir merken, das ist wie in 1. Korinther 12. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns verliehenen Gnade, es sei Weissagung, so lasst uns weissagen nach dem Maß des Glaubens, es sei Dienst, so lasst uns bleiben im Dienst, es sei der, der lehrt in der Lehre, es sei der, der ermahnt in der Ermahnung, das ist auch eine Geistesgabe, die rechte Ermahnung, der da mitteilt in Einfalt, der da vorsteht mit Fleiß, der da Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Merken wir, besonnen sein, wo ist mein Wirkungskreis? Manche haben einen großen Wirkungskreis, manche einen sehr bescheidenen. Das klar von dem Herrn zu erkennen und im Aufblick auf die Hilfe des Herrn diesen Dienst zu tun, besonnen zu sein. Und jetzt zum Abschluss, wie erkenne ich denn meine Gabe? Es könnte ja sein, dass einige mir zuhören und sagen, ja, ist ja alles schön und gut, aber ich habe bis heute meine Gabe noch nicht erkannt. Ich würde ja gerne mehr an dienen, aber wie erkenne ich die denn? Nun, das Erste, was du tun musst, ist Folgendes. Du gehst zum Herrn im Gebet und bittest den Herrn, dir deine Gabe zu zeigen, mit dem Ziel, dass du sie für seine Ehre einsetzt und dass der Herr dich frei macht von allem Eigennutz. Dass du also jetzt nicht mit aller Gewalt unbedingt Evangelist werden willst, weil die Leute eben angesehen sind, viele hören ihn zu und so weiter und das poliert das eigene Ego auf, sondern wenn der Herr dir deine Gabe zeigt, dass du sie einsetzt zu seiner Ehre und nicht zu deiner Selbstverwirklichung. Das ist das A und O. Wenn wir diese Haltung nicht haben, werden wir unsere Gaben auch nie erkennen. Also wir wollen sie zu seiner Ehre einsetzen. Das ist das Erste. So, und das Zweite ist das, was du jetzt nochmal für dich selber erarbeitest. 2x4 und 2x12. Du nimmst dir diese 4 Abschnitte vor, die wir hier behandelt haben, und schreibst die Gaben alle ab, die da zitiert werden. Und dann kommst du auf etwa 20 unterschiedliche Gnadengaben. Hast du also schon mal eine Liste. Schon mal viel wert. Was gibt es überhaupt, was der Herr anbietet? Nun sind nicht alle einig mit mir. Ich meine, das wäre auch vollständig, die Gnadengabenliste mit diesen 4 Stellen. Andere meinen, das wären nur Beispiele. Man könnte also auch andere hinzufügen. Ich halte das auch für möglich. Aber ich würde trotzdem sagen, fangt erst mal mit den 20 an. Wahrscheinlich findest du da auch schon einige, die auf dich zutreffen. So, das wäre der zweite Punkt, die Liste. Und jetzt als Drittes vergleichst du deine natürlichen Fähigkeiten mit diesen Gaben. Ein Beispiel. Du bist jemand, der gut reden kann, der auch gerne redet.
und auch kontaktfreudig ist. Du kannst Leute ansprechen auf der Straße, was ich zum Beispiel nie gekonnt habe. Ich habe das mal versucht, aber das war nicht meine Gabe. Aber du kannst das, kannst Leute ansprechen. Und du hast ein brennendes Herz für den Herrn und ein brennendes Herz für die Verlorenen. Ja, ja, dann bin ich ziemlich sicher, dass du eine Evangelistengabe hast. Die natürliche Fähigkeit, dich auszudrücken, auch in einer Sprache, die das Volk versteht. Schau dir Volk aufs Maul, sagte Martin Luther. Ne, keine abgehobene, nicht die Sprache Kanaans. Wenn du diese Fähigkeit hast, dann bitte einfach den Herrn, dass er dir Gelegenheit gibt, diese natürliche Fähigkeit, Sprache, Worte weiterzugeben in einer verständlichen Sprache, eindringlich auch, werbend und so weiter, anzuwenden auf Menschen, die der Herr dir, dir in den Weg führt. Ne, ob du selber auf die Straße gehst, Leute ansprichst, ob du andere Möglichkeiten suchst, vielleicht auch in Gemeindezusammenkünften, da sind ja auch nicht immer alle errettet, dich bemerkbar machst, das ist eine andere Sache. Aber deine natürliche Fähigkeit leitet dich in diese Richtung. Ein anderer ist jemand, der ein gutes Gedächtnis hat. Ja, und er kann auch gut kombinieren, ja, Bibeltexte zum Beispiel zusammenbringen, die zusammengehören, hat einen Überblick über die Bibel eben und liest auch gerne, das ist ja auch eine natürliche Fähigkeit, ne? Sich mit geschriebenem Wort auseinanderzusetzen. Es könnte sehr gut sein, dass du die Gabe des Bibellehrers hast, aber das wirst du erst entdecken, wenn du jetzt anfängst, auch Bibellehre zu erarbeiten. Ich bringe mal so als Beispiel den Unterschied von Israel und der Gemeinde, sich damit zu beschäftigen, von der Bibel her vielleicht auch Kommentare zu lesen oder was so die Schritte sind zu einer Bekehrung, was der Unterschied ist von Erweckung und Bekehrung, Buße, Glauben und die Glaubenswerke, die darauf folgen. Die Versiegelung mit dem Heiligen Geist, ne? Und dem Empfang des Heiligen Geistes und das Innewohnen des Heiligen Geistes und das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist, das muss ein Bibellehrer auseinanderhalten können. Und das wirst du sehr schnell feststellen, wenn du dich mit den entsprechenden Bibelstellen beschäftigst, ob du das zum einen begreifst und auch behalten kannst. Also das Gedächtnis spielt da auch schon eine große Rolle. Und ob dir das Freude macht, das, was der Herr dir dann eingibt, ja, auch in Bibelwissen und Einteilung und so weiter, an andere weiterzugeben. Oder du bist jemand, der sehr schnell merkt, wenn ein anderer traurig ist, der sich sehr bemüht, der nicht zur Ruhe kommt, wenn er so Geschwister sieht in der Runde, die irgendwie bedrückt aussehen, irgendwas auf dem Herzen haben, irgendwas ist da nicht in Ordnung, dann lässt dich das nicht kalt. Sondern du bemühst dich, ins Gespräch zu kommen. Bruder, Schwester, ist da irgendetwas, was dich bedrückt? Können wir vielleicht darüber reden? Und du hast auch eine nette Art, mit Leuten zu sprechen. Fällst nicht wie ein Elefant so in den Porzellanladen rein, sondern bist taktvoll und diese Dinge. Dann hast du vielleicht die Gabe des Hirten. Seelsorgerliche Gabe, ne? Oder du bist eine Person, die sehr schnell merkt, wenn ein anderer materielle Bedürfnisse hat und da Aushilfe braucht. Und du bist ständig auf der Suche, wie du Menschen helfen kannst, in diesem praktischen Bereich. Ja, dann bist du einer, der die Gabe der Hilfeleistung hast. Ne? Die Welt sagt, der hat ein Helfersyndrom. Ne? Das wird so verächtlich abgetan. Also ich persönlich wünschte mir noch mehr Geschwister, die ein Helfersyndrom hätten. Weil das nämlich die Atmosphäre einer Gemeinde prägt. Wenn da etliche sind, die gerne helfen und keiner wird allein gelassen, keiner ist einsam. So ergänzen sich die Gaben. Also indem du deine natürliche Fähigkeit prüfst. Das ist die dritte Möglichkeit. Die vierte, die Umstände. Manchmal leitet der Herr uns durch die Umstände. Jemand wird gebraucht für einen bestimmten Dienst. Keiner meldet sich. Dann sollte ich mich fragen, bin ich vielleicht gemeint für diesen Dienst? Die fünfte Möglichkeit ist die, dass manchmal andere an mir etwas entdecken, was ich selber nicht entdeckt habe. Deswegen rate ich den Jüngeren unter uns, diesen Kontakt mit Älteren zu haben.
Mir hat eine ältere Schwester ganz entscheidende Impulse gegeben im Hinblick auf Mission. Meine ältere Schwester, die hat das sogar hinterher vergessen. Ich habe die nämlich mal vor einer Zeit wieder getroffen und habe gesagt, hör mal, weißt du noch, was du mir damals gesagt hast? Das wusste sie gar nicht mehr, aber ich wusste das gut. Das war ein entscheidender Impuls für mein Leben. Also Kontakt auch mit Älteren haben, die einem manchmal helfen können. Ja. Und bei mir war das auch so, das kann man in meinem Buch nachlesen. Afrika war nur der Anfang, kann man sich immer noch besorgen in christlichen Buchhaltungen. Da habe ich das beschrieben, dass im Hinblick auf den Einsatzort ich den Herrn gebeten hatte, dafür zu sorgen, dass ein älterer Bruder da wäre, der mich einführte in die Mission, dass auch eine Pionierarbeit damit verbunden war und dass der Drang, ihm zu helfen in der Mission, den ich früher nicht hatte, immer brennender wurde. Und ich habe da geschildert, wie der Herr diese drei Punkte tatsächlich den einen schon sofort mit dem brennenden Herzen, aber die anderen zwei mit dem alten Bruder und der Pionierarbeit in einem einzigen Gespräch, was ganz überraschend stattfand, kann man in dem Buch danach lesen, deutlich gemacht hat, wohin ich sollte, und die Pionierarbeit war dann unter Pygmäen. Das war eine fantastische Erfahrung, wie Gott darauf geantwortet hat, wo ich aber 5 Jahre beten musste, bis die Antwort kam. Das kann ich auf jeden Fall jedem garantieren. Wer dem Herrn dienen will, dem wird der Herr das auch deutlich zeigen. Und wenn mir einer sagt, er hätte ja gerne etwas für den Herrn getan, aber er hätte nie seine Gabe entdeckt, dem nehme ich das so nicht ab, dass er wirklich dem Herrn dienen wollte. Das sind ganz fadenscheinige Entschuldigungen. Der Herr ist selber daran interessiert, dass wir uns für ihn einsetzen. Und ich kann das auch versichern von meinem langen Leben her, dass das eine ungeheure Freude auch gibt, wenn man für den Herrn tätig ist und dann auch Früchte sieht. Wir bleiben nicht ohne Früchte. Manchmal dauert das auch länger, es kommt nicht immer sofort. Aber es wird zu seiner Zeit, werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Und wir dürfen dem Herrn da Großes zutrauen. Und seht, so wird Gemeinde gebaut, dass in der Gemeinde die Einzelnen sich als Gabenträger sehen und sich einbringen, sowohl für die Gemeinde selber, entsprechend ihren Gaben, wie auch nach außen, dass auch andere Menschen von uns profitieren. Und ich wünsche das uns wirklich in vermehrter Weise, dass wir die Zeit, die uns noch bleibt, es ist vielleicht nicht mehr lange, bis Jesus wiederkommt. Auf der ganzen Welt warten Menschen auf ihn. Ich habe viele angetroffen, in allen möglichen Kulturen, wo die Erwartung auf den Herrn immer drängender wird. Immer deutlicher, es kann nicht mehr so weitergehen. Irgendwann muss der Herr wiederkommen, dass wir bis dahin doch die Zeit nutzen für ihn und auskaufen und nicht eines Tages mit leeren Händen vor ihm erscheinen müssen. Möge der Herr uns das allen in Gnaden schenken. Amen.